Zusammen Sport zu treiben und dabei Teil einer Gemeinschaft zu sein, sorgt bei vielen Menschen für ein positives Lebensgefühl. Aber nicht für alle Menschen ist das Thema Sport ausschließlich mit Spaß und Freude besetzt. Negative Erfahrungen schon während des Schulsports, eigene Unsicherheiten oder gesellschaftliche Normen können dazu beitragen, dass es zu einer großen Hürde wird, unbeschwert Sport zu treiben. Die Angst vor Ausgrenzung und Demütigung aufgrund von körperlichen Merkmalen ist einfach zu groß. Diese Form der Diskriminierung nennt man Bodyshaming. Deshalb klären wir als RKB aktiv auf. Wir möchten, dass sich unsere SportlerInnen unabhängig von Körperform und Körpertypen wohl und willkommen fühlen. Doch wie entsteht Bodyshaming überhaupt? Soziale Medien inszenieren den vermeintlich perfekten Körper. So entstehen und festigen sich Körperideale in unserer Gesellschaft. Wer diesen Idealen nicht entspricht, egal ob mehrgewichtig, dünn, klein oder groß, ist häufig von Bodyshaming betroffen. Nicht nur im Breitensport, sondern auch im Spitzensport können unrealistische Körperideale negative psychische Folgen wie Essstörungen, Depressionen, Panikattacken oder Minderwertigkeitsgefühle haben. Bodyshaming ist nicht immer offensichtlich. Lasst uns gemeinsam hinschauen, hinterfragen und aus einem Du und Ich ein Wir machen. Begleite uns auf unserer Reise, gestalte mit und werde Teil der Veränderung.